Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zum Volksbank-Pirna Vereinsduell. Die dritte Staffel heute hier auf dem Sportplatz des TSV Graupa bei bestem Sonnenschein. Nun sind wir nicht wirklich im Sand unterwegs oder in der Halle, sondern auf sattem Grün. Dennoch geht es heute um die Sportart Volleyball und zum Vereinsduell antreten die beiden Teams des TSV Graupa und von Fortschritt Pirna. Die Volleyballabteilungen, sie kämpfen heute um die 500 Euro für die Mannschaftskasse. Jan Mario hat sich schon mal in das Getümmel hineingewagt und ist, glaube ich, bei dem Team, das heute Gastgeber ist und zahlenmäßig auch in deutlicher Überzahl. Ganz genau. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Und ich bin ja schon mal beim TSV Graupa, nicht wahr? Unsere Gastgeber zahlreich vertreten heute, die Volleyballer und Volleyballerinnen natürlich. Ja, und unsere Herausforderer im schicken Blau vom SV Fortschritt Pirna. Auch euch ein ganz, ganz herzliches Hallo hier auf dem Sportplatz in Jessen. Aber Mario, ich habe durchgezählt. Es sind 6 Damen und Herren. Also wir könnten auch ein offizielles Volleyballspiel stattfinden lassen. Es reicht gerade so. Aber so richtig Volleyball wollen wir heute gar nicht spielen. Wir wollen trotzdem anfangen mit Spielen, und zwar unser erstes Spiel, das geht um Münzen. Und zwar, wie viele Münzen sind denn versteckt in unserem Glas? Und Münzen zählen heißt unser erstes Spiel, mit dem wir sofort starten wollen. Erstes Spiel im Volksbank Pirna Vereinsduell, und wir haben natürlich wieder 9 Spiele vorbereitet. 5 Spiele benötigt man, um einen Sieg zu erzielen und die 500 Euro für die Mannschaftskasse heute zu gewinnen. Wir sind beim Spiel 1. Münzen zählen ist angesagt, und wir haben 2 Gläser. Hier sind Münzen drin, und zwar in jedem Glas genau dieselbe Anzahl an Münzen. Wir geben jetzt gleich dem Daniel und dem Stefan hier dieses Glas in die Hand, und eure Aufgabe ist es, binnen 2 Minuten den Wert dieses Glases zu ermitteln, sprich alle Münzen zusammenzuzählen. Nach 2 Minuten wollen wir einen Tipp von euch schriftlich haben, und dann sind wir mal gespannt, wer entweder den exakten Tipp hat oder wer vielleicht am nächsten an der Summe dran ist, die hier wirklich in den Gläsern ist. 2 Minuten Zeit habt ihr, die letzten 10 Sekunden werden wir euch nötigen, dann das Ergebnis aufzuschreiben. Und wenn es mit dem Zählen nicht ganz klappt, dann wird halt geschätzt in den letzten Sekunden. Eine Frage noch, Mario, die wir klären müssen. Welches Sparschwein wurde geknackt? Also meins nicht, Gott sei Dank. Deines? Naja gut, da redet man auch nochmal drüber. Ich glaube, es ist eher die Firmenkasse gewesen. Die mussten da alle ein bisschen zusammenlegen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir starten am besten gleich mal mit dem Spiel. Du bekommst dieses Glas, Stefan das andere. Und ich würde die Gläser müssen zubleiben. Die Gläser müssen zubleiben, das Schwierige. Ja. Und ich würde mal sagen, wir machen gar nicht lange drum herum. Auf die Plätze, fertig, los. Zählen los. Ja, und wir haben das natürlich alle selber ausprobiert und müssen ganz ehrlich sagen, das sieht von außen aus ganz leicht aus, ist aber in der Tat schwierig, weil A, das Glas natürlich ein bisschen reflektiert, und B, irgendeine Münze immer verdeckt ist und man somit nicht alle wie auf einem schönen Zettel, ja, hier fängt es schon an, das Schütteln und Rütteln, wie auf einem schönen Zettel glatt hat und dann einfach zählen kann, sondern man braucht da ein bisschen, ja, Geschick. Hier wird auch nochmal der erste Versuch verworfen. Zur Information, 40 Sekunden sind rum, ihr habt also noch eine gute Minute Zeit. Wenn ich dann mal Geld zähle, dann anders. Ja. Auf jeden Fall ist hohe Konzentration gefragt. Kaum ein Mucks zu hören, man zählt. Ja. Da werden wir auch nicht dazwischen funken, glaube ich. Nein. Soll ja niemand benachteiligt sein. Es geht ja immerhin um den ersten Punkt im Volksbank Pirna Vereinsduell. Ich schau mal auf die Uhr. Noch 45 Sekunden. Okay, die letzten 10 Sekunden werden wir dann runterzählen und euch bitten, euren Tipp aufzuschreiben. Noch 30. Hast du dich eigentlich eingecremt heute bei der Sonne? Bei dieser Sonne nein, aber du verträgst noch ein wenig. Ich vertrage noch ein bisschen, ja. So, ihr seid so weit, dass ihr meint, ihr habt den Betrag herausgefunden. Da bin ich mal gespannt. Wir sagen gleich noch von vornherein, solltet ihr beide es richtig tippen, bekommt beide Teams einen Punkt. Richtig. So, nun haben wir an fast alles gedacht, nur nicht an 2 Stifte. Deswegen wäre es schön, wenn wir das ein bisschen vielleicht verdeckt aufschreiben, dass du anfängst, deinen Tipp hier aufzuschreiben. Genau.
So, den behältst du dir am besten, oder ich behalte ihn, genau. Und dir geben wir hier einfach auch noch die Möglichkeit, deinen Tipp aufzuschreiben. Ja, du kannst jetzt offiziell schreiben. Du kannst schreiben, das ganz offiziell schreiben, denn der Daniel hat seinen Tipp abgegeben. So, und jetzt geht es ja darum, wer am nächsten dran ist. Und ich muss mal schon so viel sagen. Wir können das nebeneinander legen. Beide liegen nicht richtig. Soweit können wir aufklären. So. Also, die Tipps lauten von Stefan 8,73 Euro, von Daniel 5,79 Euro, im Glas sind 7,83 Euro. Und wenn wir jetzt richtig überlegen, geht der erste Punkt an welches Team? An den TSV Graupa. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Stefan, das müssen wir kurz aufklären. Gutes Schätzen, gutes Zählen, beruflich bedingt? Na, nicht unbedingt, ich bin Maschinenbauer von Beruf. Und daher. Ich habe nur das Glas, also die größte Fläche ausgenutzt und dann ungefähr zusammengezählt, was es sein könnte. Also mit 90 Cent daneben bin ich recht gut, denke ich mal. Was war deine Taktik, Daniel? Ja, nee, ich habe auch versucht, eben das Glas schräg zu halten, damit so viele wie möglich wie Münzen zu finden sind. Aber ja, Taktik ist nie aufgegangen. Ne? Zum Glück braucht man ja beim Volksbank Pirna Vereinsduell 5 Spiele, die man gewinnen muss, um am Ende den Check in der Hand zu halten. Das heißt, noch alles drin für die Fortschritt-Volleyballer, vielleicht schon beim zweiten Spiel. Ich würde sagen, wir machen gleich erstmal mit dem nächsten Spiel weiter und dazu gehen wir aufs Volleyballfeld. Na, endlich. So. Wir sind angelangt beim zweiten Spiel des Volksbank Pirna Vereinsduells heute hier in Jessen. Und angetreten sind 6 Volleyballerinnen und Volleyballer von Graupa und natürlich auch die gesamte Mannschaft von Fortschritt. Ebenfalls 6 Volleyballerinnen und Volleyballer von dem Team Fortschritt. Ja, und jetzt geht es tatsächlich um Volleyball. Genauer gesagt um Aufschläge im Volleyball. Wir haben auf der anderen Seite des Spielfeldes eine Markierung und der Aufschlag muss genau in diese Markierung hineingeschlagen werden. Der Ball muss also innerhalb dieses kleinen Feldes aufkommen. Ist das der Fall, gibt es einen Punkt für die jeweilige Mannschaft. Ist das nicht der Fall, gibt es keinen Punkt. Maximal 6 Punkte sind zu erzielen. Und wir sind mal gespannt, welches Team den genaueren Aufschlag hat. Es kann gebaggert von unten werden, es kann von oben der Aufschlag kommen. Das ist vollkommen egal. Wir haben hier schon den Ball, Sascha. Habe ich gleich mal mitgebracht. Und vielleicht wichtig noch, sollte nach den 6 Runden ein Gleichstand erzielt werden, machen wir es wie beim Fußball, beim Elfmeterschießen. Duell gegen Duell, sollte dann einer treffen, der andere nicht. Ist das Spiel entschieden. Wir haben es ein bisschen schwieriger noch gemacht. Ne? Die Sonne steht auch schön tief, von daher muss man erstmal das Feld finden. Und wenn man das Feld gefunden hat, muss der Ball reingehen. Wir probieren es einfach mal. Ich würde sagen, wir machen immer mannschaftlich im Wechsel und der Verlierer der ersten Runde fängt an. In dem Fall würde ich sagen, geht der erste Ball an die Truppe von Fortschritt. Ich gehe mal mit rüber. Das ist in dem Moment völlig egal. Ich zeige es nochmal. Ich gehe rüber, damit das ganz klar ist, in welches Feld wir spielen müssen. So, der Sascha wird also dann dieses kleine Feld da genau im Blick haben. Genau. Ich zeige es euch nochmal. Um auf Nummer sicher zu gehen. Es sind diese 3 Felder. Ja. Und welches davon soll ich das ist egal. Das komplette Feld. Die Striche müssen euch von den 3. Moment noch nicht interessieren. Okay. Nein. So. Den ersten Aufschlag hat in dem Fall der Tobias. Und wir starten einfach das zweite Spiel in unserem Vereinsduell. Bitte. So, der war etwas zu kurz, das war relativ deutlich. Das heißt, der Ball kommt wieder zurück. Ja, auch mit einem kräftigen Schlag. Der kommt richtig gut. Also wenn das keine Punktlandung war. 1:0 für den TSV Graupa. Okay, zweiter Aufschlag, den hat der Phil von Fortschritt. Und bitteschön. Andere Technik, aber nicht mit Erfolg. Der war auch deutlich daneben. Ich gebe euch mal den Ball wieder rüber. So, als nächstes ist die Susi dran von Graupa. Und jetzt sind wir gespannt, ob es den zweiten Punkt für Graupa gibt. Nein, den gibt es nicht. Nach wie vor 1:0 für Graupa. Ja, und als drittes ist der Micha dran von Fortschritt. Bitte. Der kommt richtig gut und der ist drin. Linie berührt. Und damit der Ausgleich. Allerdings nach wie vor liegt der Vorteil beim TSV Graupa. Oh, hier werden schon die technisch anspruchsvollen Wurfarten gefordert. Offensichtlich ja mit Erfolg. Denn auch der ging daneben. Also, es bleibt beim 1:1, Mario. Richtig, und das Spiel ist wieder ausgeglichen. Der Mario ist an der Reihe für Fortschritt. Ah, etwas zu kurz. Und die Kati schlägt auf für Graupa.
Der kommt richtig gut. Oh. Der zweite Punkt. Wir kommen zu den letzten zwei Duellen. So, jetzt bin ich gespannt, das einzige Mädel, was dabei ist. Mit Sonnenbrille, perfekt ausgestattet für Beachvolleyball. Ja, und du darfst Franzi, einfach treffen. Und die Franzi ist dran, ganz genau. Der war. Die Linie hat gestiebt. Jetzt heißt es 2-2. Richtig. Der Mario ist das entscheidende Zünglein an der Waage, wenn man das so sagen darf. Und trifft. Wir müssen nicht ins Tiebreak hineinrutschen. Grauper hat auch das zweite Spiel für sich entschieden. Nein, nicht ganz so schnell. Entschuldigung. Noch ist es möglich, vorausgesetzt, Daniel trifft jetzt nicht, dann ist es so. Daniel kann den Ausgleich noch schaffen. Und schafft es aber nicht. Und jetzt darfst du den Satz nochmal bringen, Mario. Grauper hat das Spiel für sich entschieden. Es steht 2-0 bei unserem Volksbank Pirna Vereinsduell. Ja, Tobias, Mensch, 2-0 für das Team von Grauper. Da möchten wir uns fast beeilen, die Mannschaften vorzustellen. Ansonsten ist das Vereinsduell schneller vorbei, als wir alle denken. Tobias, was müssen wir denn wissen über die Volleyballer von Fortschritte? Was müssen wir wissen? Tja, dass wir hier eine Damen- und eine Herrenmannschaft haben. Die Damenmannschaft die zweite Saison demnächst in der Bezirksklasse. Die Herrenmannschaft ihre erste. Sind erst kürzlich aufgestiegen. Das heißt, zum Einordnen seid ihr, was die Spielklasse betrifft, den Graubauern schon überlegen. Ja, aber wir verraten nicht, in welcher Sportart. Ich tippe Volleyball. Lass mal geheim. Reden wir mal über die Mannschaftsstärke. Ist das ein Zufall, dass ihr heute bloß zu sechst hier seid oder habt ihr ein generelles Nachwuchsproblem? Wir haben durchaus generell ein Nachwuchsproblem. Wir sind immer auf Kante. Also, falls sich irgendjemand durch eine gnadenlose Niederlage heute von uns dazu genötigt fühlt... Moment, ihr habt noch Zeit. Ja, normalerweise fangen wir immer erst im dritten Satz an, das ist schon richtig. Aber, also Grauber sollte sich noch nicht zu sicher fühlen, aber... Aber es ist nicht langweilig bei euch. Also den Eindruck habe ich zumindest von eurer Truppe nicht. Also daran kann es nicht liegen, oder? Den Eindruck habe ich auch nicht. Dann schauen wir mal, was die anderen so zu bestellen wissen, Mario. Du bist, ich glaube, mit dem Alterspräsident des TSV Grauper am Tisch. Kann das sein? Ganz genau. Hier ist der Alterspräsident, wenn man das einfach mal so lax sagen darf, hier bei mir. Klaus Strie. Klaus, wie lange spielst du schon Volleyball? Ja, so knapp 20 Jahre jetzt hier in Grauper. Knapp 20 Jahre in Grauper und jetzt müssen wir einfach mal diese indiskrete Frage trotzdem noch stellen. Wie jung bist du? Das 78. bereits vollendet. Ja, und immer noch kräftig dabei, da sieht man einfach auch mal, Sport hält jung. Du trainierst noch regelmäßig bei Grauper? Ich darf immer am Montag mitmachen. Du darfst immer, da gibt es so ein leichtes Gelächter hier, also du bist noch aktiv, richtig aktiv, aber Spielbetrieb nicht mehr. Doch, montags ja, sonst nicht. Sonst nichts. Aber zum Spielbetrieb, da weiß der Alex ein bisschen mehr, denn wir dürfen gratulieren. Grauper ist aufgestiegen in die erste Kreisklasse. Erste Kreisklasse. War es eine kräftige Aufstiegsfeier und war der Weg dahin recht schwierig? Also die Aufstiegsfeier, die müssen wir noch nachholen, würde ich sagen. Ne? Die ist noch nie passiert. Aber sonst haben wir gut zu kämpfen gehabt und ich denke, jetzt in der ersten Kreisklasse werden wir gut zu tun haben. Ja, und Alex ist natürlich auch Trainer. Jetzt müssen wir einfach mal fragen, den Trainer fragt man immer, wie ist denn das Saisonziel? Klassenerhalt für uns erstmal, aber wir wollen auch weiterkommen, sage ich mal. Mal sehen, was passiert. Wir schauen jetzt auch, was jetzt passiert bei unserem Volksbank Pirna Vereinsduell, denn das dritte Spiel steht an. Ja, und das ist wieder eins, wo ein bisschen Grips und ja, Geschick gefragt ist. Und dazu gehen wir wieder an unseren Spieletisch, denn Buchstabensalat lautet unser drittes Spiel. Spiel 3, Buchstabensalat. Und dazu brauchen wir diese drei Zettel nicht, sondern das, was drunter steht. Es geht darum, es sind hier verschiedene Buchstaben wild durcheinander gemischt und ihr bekommt von mir einen Oberbegriff genannt. Und zu diesem Oberbegriff sollt ihr sozusagen, also zu der Kategorie, den passenden Begriff finden. Ja, also ich nenne euch eine Kategorie. Ihr müsst aus diesem Buchstaben einen Begriff kreieren. Verstanden soweit? Dann würde ich sagen, starten wir gleich ins Spiel. Ich nehme den Zettel ab und wer zuerst den Begriff meint zu wissen, sagt es einfach. Wichtig ist,
die Buchstaben, so wie sie liegen, bitte liegen lassen. Nicht anfangen hier zu sortieren, sondern einfach mit den Augen die Buchstaben erfassen und dann einfach so vor dem geistigen Auge quasi das Wort bilden. Also Buchstaben, die liegen, bleiben liegen. Optimal windgeschützt. Ich versuche das mal vorsichtig aufzudecken. Am besten so, dass wir es jetzt gleichzeitig hochheben und den Buchstaben noch. Los geht's. Kategorie, richtig. Sportart. Leichtathletik. Richtig. Boah, super. Damit hast du schon mal Eindruck geschindet. So, ihr dürft ihn ganz kurz zu mir rutschen, ja. Wir rutschen mal einen Begriff weiter. Mal gucken, ob es so schnell und so einfach weitergeht. Ja. Ich hatte früher noch einen Zettel, da ist er. Denn jetzt brauchen wir wieder einen Begriff und eine Kategorie. Und die Kategorie in diesem Fall heißt prominenter Ex-Sportler. Männlich, das können wir vielleicht noch mit als Unterstützung auf den Weg geben. Henry Maske. Richtig. Tja, das macht es relativ einfach. Brauchen wir den dritten Begriff gar nicht. Ein klarer Sieg. Hat Christine auch noch Lust? Dann machen wir den noch. Du, klar. Aber unabhängig davon, das Spiel geht schon mal an Fortschritt. Also offensichtlich hat Tobias recht. Ihr kommt so langsam in Fahrt an. Dritter Begriff. Die Kategorie gibt es auch von mir. Und die ist in dem Fall sportartenspezifisch. Die Kategorie ist Volleyball. Also ein Begriff aus dem Volleyball. Das dachten wir uns schon, dass das das Schwierigste ist. Deswegen haben wir uns den für den dritten und vielleicht finalen Durchgang ausgewählt. Ach Phil, du brauchst gar nicht so tief atmen, das kannst du ganz entspannt angehen. Du hast das Spiel schon gewonnen. Blockabwehr? Richtig. Oh. Blockabwehr. Also. Phil, komm doch mal kurz her. Bist du derjenige, der immer gerne zu Hause am Samstag die Zeitung aufschlägt und Volleyball sagen schön und Kreuzworträtsel löst? Nee, ich bin Therapeut und muss das halt auch mit meinen Klienten machen. Ah, da lohnt sich der Beruf gleich doppelt. In dem Fall nutzt es auch der Mannschaft. Fortschritt macht den ersten Punkt. Und damit steht's 2-1, immer noch für Grauper, aber Fortschritt kommt langsam. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht hier und drücken natürlich beiden Mannschaften die Daumen. Wir sind beim vierten Spiel des Volksbank Pirna Vereinsduells angekommen und jetzt geht es wieder um Geschicklichkeit. Und zwar haben wir hier schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben eine Schale schon fast voll, kann man sagen, mit Nüssen. Und eure Aufgabe ist es jetzt einfach, weitere Nüsse hier oben raufzustapeln. Und Geschicklichkeit aus dem Grunde, weil das Spiel hört dann auf bei demjenigen, wo die Nuss, die er gerade draufsetzt oder eine andere, herunterfällt. Also es wird so lange die Nüsse draufgestapelt, bis ein riesengroßer Berg entstanden ist. Und sobald bei einem von euch eine Nuss runterfällt, egal ob die, die ihr gerade draufgelegt habt, oder eine andere durch Berührung, dann ist das Spiel für denjenigen verloren oder für diejenige Mannschaft verloren. Vielleicht noch als Ergänzung, wir spielen das immer im Wechsel. Und an Mario und für mich gibt es die Regel, wir versuchen den Tisch gar nicht zu berühren, weil eine Biertischgarnitur macht das Ganze doppelt schwer. Also es wäre auch gut, wenn ihr ein bisschen fair miteinander seid und nicht rüttelt, dann wäre das Spiel schneller vorbei. In dem Fall würde ich sagen, die Dame fängt zuerst an, immer im Wechsel. Die ersten Nüsse sollte man noch ganz geschmeidig hinbekommen. Also kann losgehen. Ja, jetzt ist das doch alles recht einfach. Ja. Sascha, ganz kurz die Frage, habt ihr das in der Redaktion auch gespielt, so einen kleinen schiefen Turm von Pisa hier hinbekommen? Das ist immer, wenn es so aufregend bei uns zugeht, dann ist das der richtige Schritt, um runterzukommen. Ich hoffe, dass die das erreichen, ansonsten haben wir ein Problem. Ansonsten müssen wir doch am Tisch wackeln. Jetzt wird aber schon gebastelt hier. Die Susi macht das ganz locker. Ach, weil du sonst so zitterst. Okay. Ist eigentlich ein schönes Spiel für Weihnachten, oder? Ja. Ja, kommt ja manchmal vor, dass man nicht weiß, was man tun soll am Heiligabend, wenn die Geschenke alle ausgepackt sind. Und Weihnachten in Familie, die Lieblings-CD ist, zum dritten Mal durchläuft.
So, jetzt wird auf jeden Fall schon rechts und links geschaut, wo noch ein Lückchen frei ist. Ja. Also ihr dürft doch aufstellen, wenn euch das hilft. Der passt noch sehr gut rein. So. Was für ein Tipp. Sollte sie doch machen. Ja, das Muster wird geändert, jetzt wird mehr in die Breite gebaut. Sieht aber immer noch. Oh, wow, 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 wow. Sieht aber immer noch richtig gut aus. Knapp. Hält alles noch perfekt, aber es wird schwieriger. Oh, sehr, oh. Da wackelt erst die Hand und dann die Nuss. So, jetzt wird schon mal ganz genau hingeschaut. Passt. Vorsichtig hingesetzt. Sehr gut. Auch die passt noch. Also eins müssen wir definitiv sagen, die Schale sieht sehr dekorativ aus. Also ihr habt das echt klasse gemacht. Ja. Oh. Und da war es aus. War es die zittrige Hand oder war einfach kein Platz mehr? Es war dann kein Platz mehr. Also die hat noch gehalten, aber die andere, die dann drauf lag. Und damit geht dieses Spiel an die Dame, TSV Grauber, an die Susi. Und es steht 3-1 bei unserem Volksbank-Pirnaer Vereinsteil. Ja, Spiel 5 beim Volksbank-Pirnaer Vereinsduell. Und diesmal geht es um Fragen rund um Olympia. Die Spiele sind ja gerade erst zu Ende gegangen. Mario, du wurdest ausgewählt aus deiner Mannschaft. Warst du derjenige, der am meisten vom Fernseher hing? Ja. Ich hatte jetzt Semesterferien und hatte da ein bisschen Zeit. Was hat dich am meisten interessiert bei Olympia? Eigentlich Beachvolleyball. Da waren wir ja recht erfolgreich. Eine der wenigen Disziplinen, möchte man beinahe sagen. Marcel, wie sieht es bei dir aus, deinem Olympia-Interesse? Ja, hält sich zwar in Grenzen, aber ich konnte auch ein bisschen was erfolgen, was mich so selber interessiert. Das da wäre? Natürlich Volleyball in erster Linie und danach Leichtathletik und so. Dann werden wir jetzt mal schauen, ob euch das jetzt auch weiterhilft. Es geht darum, die Fragen richtig zu beantworten. Das heißt, wer zuerst die richtige Antwort gibt, bekommt den Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner den Punkt. Es geht darum, 4 Fragen am Ende richtig zu beantworten. Wem das zuerst gelingt, der hat dieses Spiel für seine Mannschaft entschieden. Ich denke, von Regeln ist es relativ einfach. Vielleicht noch als Ergänzung, es gibt vereinzelt Fragen, wo es dann die Auswahl gibt zwischen A, B und C. Kann ja sein, man weiß es trotzdem schon vorher, dann kann man gerne auch vorher antworten. Aber, dass man vielleicht nicht zu schnell manchmal ist, manchmal gibt es noch einen kleinen Hinweis. Das allerdings ist bei der ersten Frage nicht der Fall und mit der starten wir jetzt. Und die lautet, in welcher Disziplin gab es die erste Olympiamedaille für Deutschland bei den Spielen in diesem Jahr in London? Eine Dame hat sie geholt und nicht am ersten Wettkampftag. Offensichtlich hat keiner eine Ahnung. Sportart wäre Fechten gewesen. Und Britta Heidemann war die gute Dame, die es dann doch geschafft hat. Das war so dieses denkwürdige Halbfinale, wo die Gegnerin dann auf der Planche lag und enttäuscht war, dass sie das Halbfinale nicht gewonnen hat, wo sie ja doch eine Sekunde sehr lange warten musste. Der eine oder andere wird sich daran erinnern. Die zweite Frage, denke ich, ist einfacher. Von daher starten wir mit der und da geht es um die erfolgreichste Nation bei den Spielen. Welche war das? USA. Richtig. Die USA. Erster Punkt. Bescheidener Jubel bei den Fortschrittleuten. So, jetzt kleiner Hinweis, dritte Frage. A, B, C Antworten gibt es. Die Frage lautet, wie viele Nationen gingen in London an den Start? Antwort A, 194. Antwort B, 204 oder Antwort C, 214? 204. Richtig. Punkt
Für Graupar Ausgleich 1:1. 1:1. Vierte Frage. Wer wurde bei den Spielen in London zum König von Wimbledon gekrönt? Das war der Schotte oder Brite, Andy Murray. Und auch das stimmt. Richtig. Sensationeller Finalsieg, überlegen gegen Roger Federer. Spätestens da waren die Spiele, glaube ich, gerettet für die Briten. Fünfte Frage, 2:1 der Stand für Graupar. Die müsst ihr jetzt wissen. Jetzt geht es, glaube ich, darum, wer es am schnellsten weiß. In welcher Runde schieden die deutschen Volleyballer beim Olympischen Turnier aus? Viertelfinale. Richtig. Auch wenn es keinen Extrapunkt gibt. Gegen wen? Belgien. Bulgarien, Entschuldigung. Ja. Er hat sich korrigiert, 2:2. Alles offen. Wir sind bei Frage Nummer 6. Michael Phelps ist der erfolgreichste Schwimmer aller Zeiten. ABC-Antwort noch als Hinweis. Wie viele Goldmedaillen bei Olympia insgesamt konnte er gewinnen? Antwort A, 18, Antwort B, 8 oder Antwort C, 23? 23. Bist du sicher? Es könnten noch 18 sein, aber ich sage, ich bleib jetzt bei 23. Wären es gewesen? Waren 18. 18 und damit der Punkt für Mario und damit 3:2 für Graupar. Für Fortschritt, pardon. Frage Nummer 7. Mit welcher Mannschaft war der Fahnenträger bei der Abschlussveranstaltung, der deutsche Fahnenträger, erfolgreich? Ich würde sagen, das waren die Achter Kanu, der Trommel oder keine Ahnung, also der Kapitän davon irgendwie. Also Achter Kanu, die haben auch Goldmedaille gewonnen. Also kein Acht, das Boot fahren halt. Das... Wie heißt denn das? Ich würde auch sagen, den Punkt kriegt er, auch ja, wenn er hat wir sowieso uns daran erinnern müssen, wenn wir die Ruderer von der letzten Sendung sehen, die werden sich jetzt im Grabe umdrehen oder weiß ich also, wo. Rudern, Kanu, das hört man nicht so gern, aber den Punkt gibt's. Damit steht es 3:3. 3:3 und die das heißt, nächste Frage entscheidet, Sascha. Wir brauchen eine Entscheidungsfrage. Wie heißt das deutsche Team, das im Beachvolleyball sand? Brink und Reckermann. Der Punkt geht an Mario. Er war auch ein bisschen schneller. Knapp, aber gewonnen. Und damit ist das Duell entschieden, zumindest dieses eine Spiel. Und zwar geht es an Fortschritt Pirna. Und insgesamt steht es, Mario? 3:2 für den TSV Graupar. Wir sind angekommen beim 6. Spiel beim Volksbank Pirna Vereinsduell. Und jetzt wird es richtig sportlich, denn es geht um Buhl. Wir haben eine kleine weiße Kugel, die dann der Sascha punktiert wird und, oder vielleicht jetzt schon. Hast du schon in der Hand? Mario, ich gebe sie dir. Darf ich? Na klar. Ja, und es geht einfach darum, die Kugeln pro Mannschaft für Graupar, die blauen und die grünen. Tja, und bei Fortschritt sind es dann die gelben und die roten Kugeln, so nah wie möglich an diese weiße Kugel heranzuspielen. Man kann natürlich auch die gegnerische Kugel wieder wegschießen, wenn das machbar ist. Und wir schauen dann ganz zum Schluss, nachdem alle 8 Kugeln geworfen wurden, hin, welches Team die Kugel am nächsten an dieser weißen Kugel positioniert hat. So machen wir es, Mario. Bevor du die weiße Kugel als Markierung nach hinten buxierst, gehe ich schon mal hin und werde mir das Ganze von der Nähe anschauen, falls es doch eine knappe Entscheidung wird. Also, richtig. Dann werf mal den Markierungsstein schon mal nach hinten. Mach's nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Ich werde den Markierungskugelball jetzt werfen. So. Jawohl. Für alle sichtbar. Ich kann es ja nochmal, ne? Also hier, wer ist dann? Tobi nimmt die gelben Kugeln. So, der und ich würde sagen, wir starten einfach. In Farbe von Fortschritt Pirna. Ja, da ist ein bisschen Luft. Schauen wir mal, weiter geht's Weiter geht's mit Graupar und zwar mit Mario. Genau. Andere Technik, das sieht man gleich. Geht aber genau so weit. Ich hoffe nicht, dass das die Entscheidenden werden. Das wird dann eine Millimeterentscheidung. Die erste Kugel, die der Micha wirft für Fortschritt. Die ist dann doch schon deutlich näher dran. Ja, und der Alex ist jetzt auch dran mit seiner ersten Kugel. Und dann haben alle 4 das erste Mal geschossen. Alex müsste eigentlich aufgrund seiner Größe am besten die Kugel sehen. Uiuiui. Ganz andere Kraft. Technik, aber... So, fast in der Elbe gelandet.
So, es geht in die zweite Runde. Der Tobi hat vor uns angefangen, fängt jetzt ebenfalls mit der zweiten Runde an. Noch führt er, ja? So, Mario, deine zweite Kugel. Der ist sehr, 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 sehr gut. Oh, oh. Jetzt alle Verantwortung, alle Last auf Micha. Er muss jetzt einen richtig guten Wurf abgeben, ansonsten war es das schon. Der ist richtig gut, der ist richtig gut, aber nicht ausreichend. Aber so. Alex muss die letzte Kugel noch spielen, weil er könnte ja jetzt seine eigene abschießen. Ne? Also so, das hat er ja dann mal taktisch sehr gut gelöst und damit ist der Punkt auch definitiv eingefahren. Das war jetzt ein letzter taktischer Wurf und der Punkt geht natürlich an Grauper in diesem Spiel, in unserem Buhlspiel. Und damit haben wir einen Gesamtstand. 4-2 für den TSV Grauper und damit ist es sozusagen der erste Matchball in diesem Volksbank-Pirna-Vereinsduell. Spiel 7 beim Volksbank-Pirna-Vereinsduell. Schnipsgummi ist gefragt und das Spiel ist relativ schnell erklärt. Antreten werden Tobias und Chris. Diese Linie ist die Startlinie. Da hinten seht ihr drei Vierecke. Es geht einfach darum, mit einem dieser Schnipsgummis in eines der drei Felder zu schießen, zu schnipsen. Allerdings, kleiner Unterschied, trifft man in dieses Feld, gibt es einen Punkt. Trifft man in dieses Feld, zwei Punkte. In dieses Feld, drei Punkte. Zählt das, wo der Gummi aufkommt oder wo der liegen bleibt? Wo der Gummi liegen bleibt. Sollte er hier aufkommen und da hinten, also soweit... Manchmal passieren ja ganz komische Dinge im Fernsehen. Dann wäre das sozusagen dort, wo er aufkam. Also wo er liegen bleibt. Richtig. Linie zählt übrigens, also hier auf der Linie ein Punkt, hier auf der Linie zwei Punkte, da auf der Linie, beziehungsweise hinten wären dann drei Punkte. Sinn und Zweck ist es, wer es zuerst auf 15 Punkte schafft. Wir machen wieder einen Wechsel. Tobias musste, glaube ich, vorhin schon anfangen beim Spiel. Zählt jemand laut. Mit der ersten Kugel. Zählt jemand laut. In diesem Fall hättet ihr einen Vorteil. Deswegen darfst du anfangen. Er darf sich auch den Schnipsgummi raussuchen. Gummi haben? Aber wir schnipsen immer mit dem gleichen Gummi, ne? Wir können das so machen. Spann mal deinen Gummi. Welchen willst du haben? Das wird der Spielball, wir nehmen den weg. Chancengleichheit, alles mit dem gleichen. Soll sich doch niemand benachteiligt fühlen, Chris. Chris? Okay, das müssen wir. Es soll technische Pannen gegeben haben, okay. So, wir haben den ersten Gummi und der hat zwei Punkte ermittelt. Meine Herren, ich hoffe, die Kamera hat's drauf. Ich habe nicht aufgepasst. 2-0. So, zwei Punkte für Fortschritt. Zählst du für Grauper, ich zähle für Fortschritt. Okay. Ausgleich. Zwei beide. Gibt's Reservegummis? Was für eine Bodenlampe. 5-2. Das heißt, wir sind bei 5. Übrigens, damit sich bei jemand benachteiligt fühlt, jeder hat die gleiche Anzahl an Versuchen. Ne? Also, du hast immer die Chance zum Ausgleichen. 5-2. 5-4. Aber irgendwie müssen wir doch hier. Na, jetzt. Fortschritt ist am Gummi. Und? Aus. Da hat er es ein bisschen überspannt. Es bleibt beim 5-4. Und Grauber hat die Möglichkeit, jetzt nach vorne zu ziehen. 5-4 steht es. Und nochmal für dich als Hinweis. Ihr habt beide die Chance mit der gleichen Anzahl. Also du bist jetzt nicht benachteiligt, weil du als Zweiter dran bist. Du wirst nie benachteiligt, Chris. Niemals. Drei sind besser. 5-7 der Spielstand für Grauper. Und wir fangen eine neue Runde an. Das heißt, momentan liegt Grauper auch im Realbild vorn, wenn man so will. Musst du auch nicht, Tobias. Du musst bloß treffen. Zum Beispiel so. So, das waren erstklassige drei Punkte. Das heißt, 8 Punkte jetzt für Fortschritt. 7 für Grauper.
Siehst du eigentlich mit der Mütze besser, Chris? Es bleibt beim 8-7 für Fortschritt. Bitteschön. Drei Punkte. 11 Linie. Jetzt komme ich mal mit dir hinter. Es geht jetzt langsam um die Entscheidung. Drei Punkte. Auch nur ein Dreier. Auch Linie, auch 10. Drei Punkte. So, jetzt kommen wir bald in die Endzone. Alles klar mit dem Gummi? Ganz schön verklebt, die Ferse. Mal sehen, das sage ich nachdem ich. Gut, okay. Windverhältnisse im Übrigen optimal. Hey! 14 zu 10. So. Wenn man einen Busch schießt, gibt es da 4 Punkte? Ist das genau 15? Nein, es kann noch drüber sein. Mindestens 15 Punkte. So, nochmal locker machen, Chris. Der möchte jetzt schon Punkte bringen. Können Sie mal ein bisschen ruhiger, ne? Psst. Nervenstärke. Aber 14 auch zu 13. Bist du beim Volleyball auch der Mann für die wichtigen Punkte? Definitiv nicht. Komisch, dass er jetzt ausgewählt wurde. Wahrscheinlich wiegt ihr euch schon in Sicherheit. So, übrigens, Tobias, kleiner Tipp, ein Punkt reicht. Aber nicht, wenn ich führen will. Das stimmt. Und damit braucht Chris eigentlich überhaupt nichts mehr tun. Punkt 4-3. Der aktuelle Stand im Vereinsduell für Fortschritt. Spiel entschieden, Entscheidung vertagt. Ja, so langsam wird es dunkel hier in Jessen. Die Mücken kommen. Soll übrigens so eine Spezialität von dem Platz hier sein. Spiel 8 beim Volksbank Pirna Vereinsduell. Und es geht um Volleyball, um eine Torwand. Also um die Volleywand. Und ja, wir tun eigentlich das Torwandschießen ein bisschen abändern. Ihr seid Volleyballer, das heißt, ihr dürft auch den Arm nehmen. Es geht allerdings dennoch darum, den Ball in die Löcher der Torwand zu balancieren, zu buxieren, wie auch immer ihr das einstellt. Wichtig ist, der Arm oder die Hand muss es sein. Immer im Wechsel, wer zuerst 3 Treffer erzielt hat, der hat das Duell entschieden. Allerdings auch hier wieder, wie vorhin beim Schnipsgummi, jeder hat die gleiche Anzahl an Versuchen. Nein, werfen nicht. Also wie beim Volleyballspielen. Ansonsten geht's ins Stechen. So, jetzt fängt Mario an. In dem Fall, da könnt ihr euch raussuchen, aber wichtig ist, von der Technik, es muss direkt sein, also darf nicht vorher aufkommen. Und es muss in der Technik des Volleyballs erfolgen. Also ein klassischer Wurf wie beim Handball oder ähnliches zählt nicht. So, Aufschlag für Graupa. Und wir sind gespannt, wann der erste Tor fällt. So, offensichtlich doch schwierig. So, Micha. Knapp. So, wieder ist Graupa am Zug. Und jawohl, das war erster Punkt. So, jetzt Micha. So geht's, hast du zugeguckt. Ja. Mario nochmal. Oh, der zweite Punkt. So. Micha, feuchte Hände. So. Jetzt könntest du langsam kommen. Es könnte dein bester gewesen sein. Aber Mario. Ein Treffer und der Scheck ist euer. Mario.
Und er ist es. Mario macht den entscheidenden Punkt. Glückwunsch an den Gegner. Und das Duell ist entschieden. 5:3 gewinnt der TSV Grauper. Und das gibt für den Verein... Tja, unseren Scheck von der Volksbank Pirna in Höhe von 500 Euro für die Mannschaftskasse. Ich denke, die Grauper werden uns jetzt vielleicht sogar noch verraten, für welchen Zweck sie den 500 Euro denn einsetzen. Ja, auch das dritte Volksbank Pirna Vereinsduell geht an den Gastgeber. Scheint ein gutes Omen zu sein, wenn man uns hier begrüßt auf der heimischen Anlage. Mario, du hast den entscheidenden Punkt gemacht. Für dich, aber nur stellvertretend für das gesamte Team, gibt es den Check. Wir machen das mal so, weil wir wollen ja niemanden verdecken. 500 Euro in die Mannschafts- und die Vereinskasse. Wollt ihr diese Summe jetzt gleich bei der Aufstiegsfeier irgendwie verprassen oder wollt ihr was Sinnvolles damit anstellen? Naja, die Hälfte für die Aufstiegsfeier und dann vielleicht die andere für die nächste. Oh, jetzt werden ja schon wieder Ziele formuliert hier, das ist ja der Wahnsinn. Also, auf jeden Fall sind die 500 Euro bei euch in der Mannschaftskasse gut aufgehoben. Dankeschön nochmals fürs Mitspielen ans gesamte Team. Ja, ich glaube, den Fortschrittleuten, den können wir wünschen, dass sie, wenn sie jetzt schon nicht die 500 Euro bekommen haben, wenigstens den einen oder anderen neuen Vereinsmitglied in ihren Reihen begrüßen können. Das wäre ja auch schon mal was. Wir fragen trotzdem mal kurz, Spaß gemacht hat es trotzdem hier in Jessen? Ja, auf jeden Fall, na klar. Ja, wir kriegen Mitleidsnachwuchs. Okay, also, wir wünschen euch auch für die kommende Saison alles, alles Gute, dass es dann sportlich wenigstens klappt, nicht wahr? Und ja, viel Spaß natürlich noch für euch ebenfalls. Ja, und damit endet das Volksbank Pirna Vereinsduell für diesen Sommer, für die heutige Ausgabe. Mario, uns zwei hat es Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Spannende Spiele, tolle Teams, zeichnet offensichtlich die ganzen Mannschaften und Vereine in Pirna aus. Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Zeit und im September gibt es dann wieder, so wie die letzten Male auch, Zeitlupe, das Volksbank Pirna Sportgespräch. Für heute erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss.